erwischt, beziehungsweise wissen, dass er es war, der das Feuer gelegt hat im Auto. Und jetzt müssen wir nach New York. Zusammen mit ihm. Nichts mit Stacy Peralta. Opel, Opel Gang, wir haben alle abgehängt. Passt irgendwie. Das ist eigentlich ziemlich unlogisch, aber gut. Also, wohin? Hallo? Wo ist hier Zeug für die Rampe? Aha, hier ist was. Ah, das ist erstmal da genau der gleiche, genau da, wo damals die Sachen von Erics Skateboard lagen. So, zack, da hinten das nächste dann. Ist eigentlich ja super unlogisch, dass wir den Schrottteile sammeln sollen. Ja, und jetzt? Ah, da hinten. Nein, fuck! Oh, das ist schlecht. So, jetzt müssen wir da hochkommen. Na, ah, nein, oh, fuck. Moment, aber so kommt man ja schnell hoch, ne? Oh, gibt's ja nicht. Naja, wir haben noch eine Minute Zeit, sollten wir nicht schaffen. Jo, und damit hätten wir dann eigentlich auch direkt einen, was ist denn los? Direkt einen Spot für Peralta. Weil wir ja dann einen sehr, ja, einen sehr unüblichen Spot gefunden haben. Wenn wir da über die Brücke springen und das Auto noch als Speed, ja, zum, oh, zum, wie sagt man da? Naja, das Auto uns noch Speed gibt. Jawohl, dann machen wir das mal. Also, Skitchen hier. So, jetzt nur noch die Seite wechseln. Hier immer wieder, das war... Ja, wie lasse ich los? Oh, scheiße. Ja, nochmal, hallo? Ich wusste nicht, wie man loslässt. Ja, das war nix. Ja, nochmal. Müssen wir es nochmal machen. Ja, ich würde es gern... Nochmal. Ach so, okay. So, sketchen und dann... Ja, hier müssen wir noch einmal die Seite wechseln. Eben wegen diesem... Links da hinten, aber nur weil ich jetzt... Eigentlich war ich ja schon ganz am Anfang an der linken Seite. Ja, und jetzt haben wir eben durch das Ding super viel Speed. So, und jetzt fliegen wir da drüber, was total unlogisch ist, aber... So. What's your problem, Bacon Bits? Wake up on the wrong side of your mother this morning? Why, you little... Ah, stimmt. Hier müssen wir jetzt... Oh, das war gar nicht so einfach hier mit der Steuerung. Scheiße, ja, seht ihr? Ach so, ah, ich darf's in mehreren Dinge machen. Okay, wir müssen einfach dreimal hier rumgrinden. Der läuft uns hinterher und er ist dann irgendwann tot müde. Genau, jetzt. Jetzt kann er nämlich nicht mehr. Ich dachte jetzt, das könnte man, dann könnte man gerade die 15 Sekunden noch machen. Versuche ich einfach mal. Hier die 15 Minuten, die 15 Sekunden grind. Ah, fuck. Damit wir die endlich mal haben, ey. Aber es ist echt, also ich wundere mich, ich hatte das viel einfacher in Erinnerung. Oh, scheiße. So, ich versuche noch einmal und dann haben wir weiter mit Missionen. Oh Gott, meine Stimme. Vielleicht soll ich auch mal wieder einen Cut machen. Naja. Erstmal nicht. Das gibt's doch nicht. Wie lange dauert denn hier 15 Sekunden, ey? Jawohl, da haben wir sie. Sehr schön. So, und dann reden wir jetzt mit ihm. Ah ja, die Straße ist Lava. Sollte aber eigentlich kein Problem sein.
Oh, okay. Das sowas sollte man wohl nicht sagen, aber es sollte wirklich kein Problem sein, das zu schaffen. Weil wir gerade mal 25.000 Punkte machen müssen. Ah, wir müssen aber irgendwo landen, wo keine Straße ist. Das ist mir jetzt aufgefallen. Aber sonst, wir haben die 25.000 ja jetzt schon. So, wo kann man denn hier landen? Da ist keine Straße. Zack. Ja, hinterher. Boah, super. Jetzt müssen wir die so verfolgen, Alter. Aber ich glaube, wenn wir grinden, sind wir schneller, oder? Ja, versuch einfach mal. Also, dann müssen wir unseren Kumpel Eric... Wow, scheiße. Unseren Kumpel Eric wieder rausholen. Aus der Scheiße. Ui, boah, geil, jetzt müssen wir wieder herfahren. Ich weiß zwar nicht, wie wir so schnell in das Auto rein sind. Reingekommen sind. Fuck. Alter, geil. Das war nice. So, wir müssen den, glaube ich, jetzt drauf fahren oder so. Wahrscheinlich auf jeden Fall mal hinterherfahren. Die fahren die ganze Zeit im Kreis. Im Kreis oder was? Alter, schon wieder. Oh, ne, sie fahren nicht im Kreis. Sie fahren jetzt da rein. So, und jetzt kriegen wir sie. Boah. Alter, WTF, was war das denn? Alter, wie geil. Voll die Spinnerkarre. Bam. Bitch. Wie geil. Puh, das war eng. Ah, die Dealer. Scheiße, ne? Haben sie abgehängt. So. Nix mehr. Big bad New York. Peralta will be pumped if we can get some footy from the Brooklyn Banks, Veterans Memorial, the Pyramid Ledges, and 78 Water Street. Okay, hier müssen wir jetzt sozusagen dann übel abgehen, Fotoschießen etc. Um Peralta zu beeindrucken. Und wir sind schon in Kapitel 5, meine Damen und Herren. Habe ich da gerade gelesen. Ich mache an dieser Stelle jetzt aber mal gerade einen Cut. So, weiter geht's. Wir sind also jetzt in Manhattan in New York. Mit unserem Skater und unseren Kopfhörern und dem Board von Chad Musker. Moment. Jawohl, da sieht man es. Oh, hier ist kein Licht. Wo ist denn Licht? Wow. Fast von Paxi überfahren worden, Alter. Hier dürfte doch Licht sein, jawohl, da sieht man's. Das Skateboard von Chad Musker haben wir jetzt bekommen. Jetzt sieht man's perfekt, einwandfrei. Da steht jetzt zwar überall Musker drauf, aber egal, ne? Und ich würde sagen, die Tante hier, die Studentin, die steht da direkt am Anfang, würde ich sagen, quatschen wir auch direkt mit der, oder? Auf geht's. Wieso hält der an? Weil wir hier stehen. Tatsächlich. Hm, komisch. Naja. Eigentlich ziemlich leise, wenn die so reden. Okay, dann sammeln wir das mal ein. Oh, da geht's hoch. Wow. Und wo jetzt noch? Wo ist denn jetzt noch Zeug? Hä? Ah, da hinten ist noch was. Moment, wie kommen wir da hin? Na, so nicht. Hm, scheiße, Moment. Mit dem Liptrick auch nicht. Fick dich mal. So, stell ich mal hier oben hin. Kannst ja zur Not nochmal probieren. So, jetzt haben wir... das ist ja gar nicht... Ich dachte, das wäre da auf den... Wie heißt es? Auf den Stromleitungen da. Oder war es gar nicht? So, okay, dann hätten wir das. Da hinten ist noch was. Alter, normalerweise liegen die in der Combo. Hier müssten wir aber doch eine ganz schöne Combo raushauen, dass man das erwischt. Also, dass man da alle kriegt. So, die haben wir. Ich Idiot. Eigentlich wollte ich vom Board absteigen, aber irgendwie habe ich es nicht gemacht. So, dann müssen wir erstmal noch die anderen zwei Sachen suchen. Wo sind die denn? Hier ist nichts mehr. Die müssen ja grün markiert sein. Hä? WTF? Ah, da oben ist noch was. Wie kommt man da hin? Und da hinten? Da hinten dürfte eigentlich kein Problem sein.
Oi. Moment. Doch, da kriegen wir hin. Entschuldigung. So, zack. Aha. So, jetzt nur noch den einen da. Dafür haben wir jetzt noch 1,5 Minuten Zeit. Das dürfte aber auch kein Problem werden. Okay, das war ein bisschen zu niedrig gesprungen. Ja, irgendwie habe ich jetzt den Dings nicht gekriegt. Ah, ihr scheiß Autos. Haut ab. Was waren die denn hier durch diese Minigasse, die Idioten, Alter? Wow, du Karren. Alter Falter. So, jetzt... jetzt haben wir da aber. So, zack. Damit haben wir alle und auch direkt eine super Combo hingelegt. Gut, die hätten wir nicht mehr gebraucht. Alles klar, damit hätten wir das hier geschafft. Diese Mission. Sachen gesammelt für den Geldbeutel dieser alten Dame. Super Sache, würde ich doch mal sagen. Nehmen wir hier noch einen coolen Rail hin. Und einen 540er Kickflip. Und da vorne, der hat noch ein Problem. Das ist unser alter... Ah, ne, doch nicht. Ich dachte, wäre unser alter Kumpel Eric. Ach, mit dem Drehen ist so blöd. Der ist weg von uns. So, servus. Ein Lokalmatador also. Reden wir mal mit dem. Ich lese ihm einfach mal vor, die reden sowieso so leise. Das sind die berühmten Pyramidenvorsprünge. Nehmen wir sie uns vor. Aha. 2500 Punkte. Alter, das ist ja für Noobs. Innerhalb von 2 Minuten, zack, da habe ich sie. Ach so, okay, geht noch weiter. Gute Arbeit, aber schaffst du auch das? Schaffst du das auch bei 78 Water? Da sichert sie ja nur ein paar mehr. Und zack, da haben wir's. Das Hafengebiet ist schon ganz schön runtergekommen, aber du kannst immer noch ein paar skatebare Bänke und Rails finden. Die sind hier tatsächlich ganz geil. Okay, jetzt habe ich es gerade verkackt, aber egal. Hier dürfen wir aber, glaube ich, auch relativ weit. Psst, ich sollte nicht an dieser Gedenkstätte skaten. Aber der Marmor... Alter, was hat mit meiner Stimme los? Aber der Marmor ist einfach zu gut. Na, dann machen wir hier mal 7000 Punkte. Ich hätte vielleicht doch auf krank spielen sollen, aber das ist dann, glaube ich, doch zu schwer. Dafür habe ich das nicht mehr so genug, so gut drauf. Die Banks sind das Zentrum der New Yorker Skate-Szene. Mache hier fette Punkte und dir kann nichts mehr passieren. Okay. Also wie ihr seht, ich mache das hier immer mit Manual, weil das geht überall, egal wo man ist. Und deswegen mache ich bei sowas dann immer eine Manual und kein Rail, auch wenn hier auch eine coole Rail-Kombo geht. Moment. Wir checken jetzt erstmal so ein bisschen die Kombos hier ab. Also hier geht schon einiges. Jetzt kann man nämlich noch hier hoch. Und dann ist man nicht schnell genug und kommt dann wieder runter. Allerdings habe ich es jetzt verkackt, alter Fuck. Ja, das ist manchmal verwirrend, wenn man dann... Oder was heißt verwirrend? Das ist eben so, dass wenn man einen Trick anfängt... Moment, ich... Ja, dass das Ding sich von selbst dann reguliert. Wie ihr seht. Also, das sieht man wahrscheinlich nur, wenn man selbst Hand anlegt, sag ich mal, wenn man das selbst spielt. So, hier ging es aber doch noch, hier gab es irgendwie noch eine bessere Kombo. Ich glaube, hier so, jawohl, und dann hier lang. Bam, 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 über die ganzen Karren. Ah, jetzt habe ich aber den Sprung vermasselt. Aber das ist dann wieder so eine Kombo und dann kann man hier noch drauf. Jawohl, und dann haben wir's. Eigentlich, boah, fährt der mich da um, ey. Eigentlich ist es ein Rundkurs. Oh, fuck. So, Ökidöki. Gehen wir noch hier hoch. Also ich kann einfach mal so ein bisschen skaten eigentlich und nicht nur die Mission machen. Wir waren jetzt in New Jersey nur super kurz. Könnt auch mal noch versuchen, boah, eine möglichst beste Combo hinzulegen. Ui. Boah, scheiße. Also bisher, gut, jetzt habe ich mir keinen Rekord behalten. Mache jetzt einfach mal eine Combo und dann behalte ich mir einfach mal den Rekord. Oh, hier geht's ja auch noch hoch. Das ist auch nice. Ist immer cool, wenn man irgendwo hoch mit einem Grind hochfährt sozusagen und dann nochmal runterkommt. Wie es in diesem Fall eben. Also ich finde es immer cool. Der Noslide ist sowieso der coolste. Meiner Meinung nach. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Boah, Alter. Ich wollte eigentlich nicht hier hoch.
Ja, seht ihr, da ist noch mehr. Da sind noch einige Rail-Kombos hier in New York. Uah, das war eng. Machen wir noch so. Jetzt aber nicht verkacken. 277.000. Okay, das reicht erstmal. Also 277.000 ist der Rekord. Dann helfen wir jetzt mal diesem Nussverkäufer. Ich dachte, wir wären Würstchenverkäufer. Was ist mit den Leuten heutzutage nur los? Ich will nur meine Nüsse verkaufen und jetzt soll ich meinen Gewinn mit den anderen teilen. Macht ihr dann nur Verkäuferblatt. Als Belohnung gibt's haufenweise Nüsse. Jawohl, also. Wir müssen jetzt mit diesem super geilen neuen Karren alle Typen umfahren. Beziehungsweise die Typen sterben dabei. Scheinbar nicht im Moment. Ah, da unten ist einer, ne? Wow, passen wir hier durch, jawohl. So, und jetzt schön Drift ziehen. Ah, oh, nice. Oh. Ich hab Kacke gemacht, Alter, da sind die Penner der New Yorker Szene, ey. So, wieder hier hoch und jetzt wohin?